Hallo, willkommen in unserer Küche. Heute wird gebacken, aber wieder ausschließlich für Menschen. Ich werde zur 15. Ausgabe der Videos aus unserer Küche einen veganen Fitness-Cheesecake backen, jedoch in gemischter Form, denn den Boden entnehme ich dem Kochbuch von Dr. McDougall, die Füllung und den Guss aus dem Buch High Carb Vegan von Lechner und Teichmann. Die Herstellung gliedert sich in drei Abschnitte, die man prima nacheinander ohne Stress bewältigen kann. Als Zutaten brauchen wir für den ersten Teil den Boden, kernige Haferflocken, Pekannüsse, Datteln, Reismilch und Zimt. Alles zusammen kommt in die Küchenmaschine. Und wird zu einem Teig verarbeitet. Den Boden der Form bedecke ich mit Backpapier. Die Masse aus der Küchenmaschine kommt in die Form und wird fest angedrückt. Der Boden kommt bei 190 Grad für ca. 15 Minuten in den Ofen. Für die mittlere Schicht der Torte brauchen wir Sojajoghurt, Vanille, Speisestärke, Reismilch, Agavendicksaft, Zitronenabrieb und Saft von einer Zitrone. Alles wird in der Rührschüssel gut zusammengerührt. Die Masse wird auf den gebackenen Boden gegossen und geht für reduzierte Temperatur auf 180 Grad für weitere 40 Minuten in den Ofen. Für den Guss schließlich nehmen wir gefrorene Erdbeeren, die aufgetaut sind inzwischen, Agavendicksaft und Gelierpulver aus Pektin. Die Erdbeeren werden zerkleinert. Der Agavendicksaft und das Gelierpulver werden eingerührt. Das Ganze wird 3 Minuten sprudelnd gekocht. Der Kuchen hat nun 15 Minuten bei 190 Grad und 40 Minuten bei 180 Grad gebacken. Als nächstes verteile ich die gekochte Erdbeersoße gleichmäßig darauf. Dann ist der Cheesecake fertig. Er muss nur noch abkühlen und in den Kühlschrank. Die Torte war nun lange im Kühlschrank. Ich finde, ein Hingucker ist sie auf jeden Fall. Schmecken tut sie auch lecker, erfrischend, nicht zu süß und sie ist wie gesagt auch vegan. Hat Ihnen dieses Video gefallen, bitte ich um einen Daumen hoch. Gerne bitte kommentieren Sie, was Sie gesehen haben und abonnieren meinen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!